So, lieber Duster, du hast ja ganz großes Foul bekommen gerade eben. Ja, Drecksack. damit hallo zum Let's Play Mass Effect 3. Stirb. Der Mann hat mir gerade dezent gespoilert. Ja, Ach, muss es sein. aber wir spoilern euch nicht. Aber du gibst zu, du warst neugierig, was es war. Ja, allerdings. Ja. Jetzt bist du zufrieden, dass du es weißt und genervt, weil du es weißt. Ja. Und das Ding habe ich übrigens gefunden. Jetzt, wo wir offscreen einmal da im Kreis gerannt sind. Oder vorher schon. Meinst du Nee, den Knopf vorher. oder den Ach, wir Kopf? haben doch da schon nachgeschaut. Mann, bin ich senil. Verdammt. Oh, das ist ein Drucker. Boah, ein Drucker? Aha. Okay. Dann mal, da kann man rausgehen, ne? Schaut dann mal ganz nice aus. Vielleicht ist da eigentlich was in dem Haufen, ne? Wer hätte es gedacht? So, zu Convenience. Und da haben wir sicherlich auch noch was. Ja, sehr. Und was haben wir da? Also, da kann man wieder rausgehen. Ja, ist doch mal schön. Aber es ist ein schönes, so ein schöner Fokker. Kostet auf das Citadel wahrscheinlich ein Vermögen. ah, dezent. Ah. Wie bei Warhammer auf Terra, da kostet das Grundstück auch ziemlich viel. Sovereign Fragment? Damn. Wieso hat er sowas im. Nein. Die Sovereign, ja. Ja. Videolog und verschlüsselte Daten. Ah, verdammt, jetzt wollte ich dich nochmal spoilern. Naja, das mache ich beim nächsten Mal. So. Aber das dürftest du eigentlich nicht wissen. Machen wir das Videolog. If it falls into the wrong hands, it won't. The data's encrypted. I'll keep the decryption key safe. Close to my heart. Close to his heart. What does that mean? Das ist doch immer jetzt mal so convenient, ja, voll scheiße, oder? In den ganzen Filmen so. Da guckt mal voll das Passwort, als wenn die da so auf meine Passwort-Anspielungen machen würde. Computerkonsole. Data on the Rachni. Hey, Rachni! Oder ein Bild. Anne Bryson, age 9. Records indicate Anne is now 28. She works for the Alliance. Ja. Bryson was keeping the encryption key close to his heart. What's closer than family? Das kann jeder sagen, Reaper, wenn sie auf dir draufstehen. Rems. Ja. Art. Diese Kunst. Ja. The Rachni weren't implanted with Reaper tech. What if Leviathan was preparing the Rachni to fight the Reapers? What do you think, Edie? It is possible that Bryson's team is using ancient Rachni fleet activity to find Leviathan. We saw a data pad containing. Vor allem die Rachni? Ja, habe ich auch nicht ganz verstanden. Sind die Rachni jetzt so intelligent und raumfahrend oder sind das einfach nur Viecher? Ich denke, die Rachni sind so typisch ameisenfolgmäßig aufgebaut und. Schon, ne? Aber eben, mal bei Schusswaffen benutzen, oder ne? Ja, irgendwie schon, gell? Die Also. Sind relativ merkwürdig. Ja. Ja, der eigentliche Schmäh ist ja, dass sie ja Schwarmintelligenz haben, oder? War das ja, das? Eben. Kreaturensichtungen, also das ist kein was Unrealistisches, das ist ganz normal. Wow! Okay. Nice. Das ist echt schön gemacht. Das schicke Effekt, ja. Was haben wir da? MPDA. Der Torianer. Nice. Was, der Torianer? Ja. Also ist das ein Torianer? Torianer, eine auf Ferris entdeckte Lebensform, ermöglicht faszinierenden Einblicke in den Lebenszyklus einer wahrhaft fremdartigen Spezies. Kein Torianer. Ich glaube, die Reaper-Feinde hätten von diesem verloren. Was haben wir da? Kacke. Nee, Steine. Meteorite Fragment, maybe? Und MP Massenimpuls. Da hinten leuchtet doch was, ne? Was halt leuchtet, kann sonst nicht anklicken.
Schauen wir mal, ob wir jetzt dieses verschlüsselte Turm aufkriegen. Na, kriegen wir immer noch nicht aus, aber im Schlüssel nicht rausgefunden haben. Warst du nochmal beim beleuchteten Board? Warum? Sollen wir nochmal aufklicken? Ja, wahrscheinlich. Mal ein Mikroskop benutzen, Moment. Ha. Meteorite sample. With traces of element zero. Would Leviathan need Ezo? While it is not consumed as fuel during FTL travel, element zero will decay after several centuries of active use. If Leviathan is old enough, it would need to replenish its supplies. Hm. Okay. Can you give me a search filter for locations with element zero? Adding this search filter to the galaxy map. Okay. Bryson was not merely tracking sightings. He was attempting to extrapolate a course. And Garneau could have been following that course. Edie, can you add a search filter for systems along that projected path? Adding the search filter now. Okay. Frage ich doch. Fast gedacht. Na gut, schauen wir mal, ob wir da noch oben drauf kommen. Wir brauchen immer noch dieses Passwort. Für den Payday. Oh. Ich weiß, wie es ist. Build Daddy Anna. Hm. Da steht eine Zahl drauf. Ich wusste es. Das war zu einfach. Yay! Let's get back to the data pad. Das war zu einfach. Lass uns die Edie da begleitet, finde ich faszinierend. Wie bitte? Lass uns Edie da begleitet, finde ich etwas faszinierend. Mhm. Aber ich finde schade, dass Edie den Körper nicht irgendwie wieder vorgemacht hat. Wie meinst du es? Na, wo du Dr. Eva zum ersten Mal siehst, sieht ja menschlich aus, ne? Dass er das nicht gemacht hat. Ach so, Monster. Ja, das finde ich schade. Ja, es ist eine synthetische Haut drauf gewesen. Die haben wir ja auch komplett runtergebrannt. Ja, aber ich denke, das wäre auch für Joker ansprechend gewesen. Ja, Joker hat fast eine sexuelle Beziehung zur Normandy, also bitte. Ja, und wer ist aktuell die Normandy? Ja, aber die Normandy selbst hat da keine Kunsthaut. Was das ist, können wir noch machen, Mann. Das ist verstörend. Es mag verstörend sein und klingen, aber es wird witzig. Es ist noch viel verstörender, ja, ja. Wenn du so denkst. Hm. Genauso wie du über Total War denkst, was ich schade finde. Ich hätte gern mal eine Kampagne gegen dich gezockt. Kann man ja mal machen. So, oh, da haben wir noch einen Saurier. Ich denke nicht, dass du Dings hast. Es ist doch Nessie! Mann, Nessie! Aedi! Voll die Spaßbremse. Ja, weil du einen synthetischen Arsch hast. Alter. Alter. Der ist nach wie vor scary. Okay, dann werden wir da mal was eingeben, ne? Alien Sightings. Okay. Based on the search results, Garneau is in one of these five systems. I have marked the Normandy map with possible locations. We can leave now, unless you wish to further narrow the search. Ja, wollen wir machen. Da ist Lava uns was da eingeben. Wie bitte? Nee, die ganzen anderen Sachen, wo du noch eingeben solltest. Hm. Some of our search parameters may be irrelevant. Kommt das noch dazu? Okay. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Dann man muss sie da die richtige Kombination von denen haben, ne? Meins? Denke mal, ja. No results. Hey. Some of our search parameters may be irrelevant. Scheiß. Jetzt mal weg. Three possibilities. Drei Möglichkeiten, ja, sicher. Das müssen wir eingrenzen und so. Hm. Sehr schön. Awesome. Good. Let's go find Garneau. Siehst? So geht das. Hm. Bloß wieso ist ein Planet besser als drei? Ja, wenn du sämtliche Parameter zusammentust, ne? Ja. Und die haben alle nur eine einzige Übereinstimmung.
dann hast du schon definitiv das Ziel gefunden. Okay. Macht doch Sinn. Ja, aber wer sagt, dass nur ein Planet immer darauf zustrift? Das meine ich damit. Es gibt so viele in der ganzen Galaxie. Anakin, halt die Fresse. Das hat mich gerade an diese Tatooine-Scheiße erinnert. Die Tatooine-Scheiße. Egal. So. Wir haben Planeten gefunden. Awesome. Ja, jetzt suchen wir die Leviathane, von denen Wule immer noch nicht weiß, wer sie gemacht hat, wer sie sind. Die hast du gebaut. So. So wie alles. Scheiße. Weißt du noch, wo der Planet war? Rechts oben. Da. Da, tatsächlich. Mann, da warst du so klug. Ja, mein Erinnerungstrank hilft. Anscheinend. Der hat mir auch mein fotografisches Gedächtnis geliefert. Ja. Ab ins System, das scannen wir mal rein. Wink. Oh, ist alles gut. Wink. Gesundheit. Wink. Gesundheit. Okay. Einen. Muss auch mal raus, das Zeug. Müssen wir auf den Planet da außen ran. Wenn ja, wo ist er? Da ist er. Hm. Planet müssen wir da sonst anfliegen. Das scannen. Ja, die meisten kennen wir nicht. Ich nur noch ein Sternensystem gesucht, oder? Schau jetzt trotzdem mal den Planeten durch. Und wir lassen nicht wieder das scannen. Jo, gefunden. Ja, geht doch. Schauen wir mal. Na, ein Wack, okay. Immerhin. 50% haben wir schon gefunden. Schauen wir mal auf den Mond. Monde sind toll. Ich mag Monde. Also, Mutti, Bibi. Oh, jetzt müssen wir ein Bild. Weißt du, ich mag Monde, jetzt müssen wir ein Bild von Marius Nast einblenden. Hilft doch, oder? Irgendwie schon. Das ist ja ein kleiner Zwergplanet, ja. Radius, Atmosphäre, zu tot. Hm. Hey, gefunden. Wahrscheinlich im Asteroidenfeld, hätte ich mal was gedacht. Ja, ja. Awesome! Gefunden. Okay. Dann wollen wir doch mal. Was? Auf dem Ding landen? Oh Mann. Ich hab's gebaut, jetzt beschwer dich. Nehmen wir doch gleich mal den Chavik mit. Den? Ja. Wir könnten eigentlich weiter Bitch fighten lassen. Ja. Bitte, bitte. Warte mal. Schau mal, ob der noch andere. Boah, in schwarz sieht der Porno aus. Mhm. Die sind goldenen Streifen, das sieht cool aus. Ja. So, bei uns passt das. Das passt eigentlich auch. So. Könntest du beim Chavik nicht den Dings ausrüsten? Den Proteaner Laser? Das stimmt eigentlich. Ach, ist egal. Im Endeffekt. Gut. Ich meine, er ist an die Waffe gewöhnt. Ja. Also, ich werde es ja mal umstellen, der arrogante Arsch. We're about 5 minutes out. Verschlussmittel. Okay. What exactly is on this asteroid? Oh ja, und wem es noch nicht aufgefallen ist, ja, wir haben die Rüstung geändert. Scheiße, verrat doch nicht alles. Alter, Spoiler. Das muss untersucht werden. Mit Wenf. Ja. Bryson said they were shadowing his field teams. They're after Leviathan 2. Reapers are a good sign. That's not something you hear every day. Ja, allerdings. Take us in. Ein gutes Zeichen. Da kommt ein Reaper. Du, der festet uns gerade weg. Ja, sag ja, ist ein gutes Zeichen. Das beste Zeichen, was wir haben können. Ich weiß gerne, was. Schaut aber cool aus, die Anlage.
Ist auf jeden Fall. Hab ja auch ich gebaut. Ja. Don't go anywhere, Cortez. We'll grab this guy and be right out. Keep me updated on the Reaper situation. Okay. Es reapt? Wo reapt's denn? Boah, schaut das cool aus! Boah. Das hat was. Das hat was von Warframes. Sind das so coole Level? Wer sich fragt, was wir da für ein Mitglied haben, ja, das ist Chavik. Chavik, was der irgendwie heißt. Nur kurz, dass da wieder. Wer hat da jetzt eigentlich die Ruhe gebrochen? Ja, das war. Der Kampfschmiede, okay. Deine Kampfschnitte. Ja, meine Kampfschnitte. Ah. Der Gute kriegt da Gefühle. Boah. So, von der Reichweite her. Vielleicht sollte man da auch mal die Warp-Munition aktivieren. Bist du deppert? Steam macht aber echt höllisch Schulschaden, ja. Das reißt ordentlich einen Bauch. Also ein Loch. Mhm. Das reißt einen Bauch ins Loch. Genau, das heißt Loch ins Bauch. Was, da geht's weiter. So. Mein Erinnerungsgetränk macht mich leicht verwirrt. Hilft aber beim Erinnern, selten. Dann ist er gut. Ah ja, und jetzt lädt's. Der Fuck? Wir arbeiten hier ganz glücklich. Mhm. Ich werde mir die Irgendwas ist da falsch. Ich werde mit dir 50, um 50 Euro das indoktriniert sind. Ja, allerdings. Boah, ist das creepy. I'm Commander Shepard of the Alliance. You just had Reaper troops attacking your front door. Are they still there? I've taken care of them. Ist das creepy. I see. That will be all. Das wäre dann alles. Ja. Yeah. Was ist da falsch? Falsch? Hello? Ist gar kein Ausdruck. Hallo? Ja. Yes. Welcome to TGS Mineral Works. How can we help you? Yes. For the tour. Please sign in. Ich brauche Ihre Hilfe. Ja. I'm looking for a researcher named Dr. Garneau. It would have arrived within the last couple weeks. If he's still here, I need to speak to him. We have no Dr. Garneau. Do you need to see a doctor? How about I just go in and look around? No. The access elevator is broken. Yeah, fast. And now, we're done. Step away. Step away. You don't belong here. Mm-hmm. Come on, there's some... Ach nein! Wie hat er das so rausgefunden? Ja, er ist eine überlegene Spezies! Eindeutig! Ein Hoch auf Traveling, ey! Oh, nein, ey! Oh. Nein! So, ihr freut euch jetzt. Verkackte 23 Stunden und 45 Minuten. Und dann schauen wir mal, ob Jarvis, wie heißt der Django noch gleich? Boah, Chavik. Chavik, ob der dann wieder mal so eine Intelligenzaussage rauswuchtet, ne? Ja, unbedingt. Oh, servus. Ciao.